Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Single-Game-Ausgabe von The Forest. Ich hatte eigentlich nicht vor, diesen Spielstand jetzt weiter zu spielen. Ich hatte es ja auch im Koop-Let's Play angedeutet, gesagt. Wer reingeschaut hat, weiß es ja. Ich erwähne es trotzdem nochmal. Weil mir hier 4 gesamte Folgen fehlen. Ja, die sind einfach, ja, war nicht so schön. Also jetzt nicht wegen der Handlung oder was passiert ist, sondern einfach gab es Soundprobleme, dass der Ton weg war und solche Geschichten. Und deswegen, ja, hier ist halt schon einiges entstanden. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Ich guck da einfach mal hin. Also hinten bei den Podesten sind zum Beispiel jetzt so ein paar dazugekommen. Das heißt, also welche aufgefüllt wurden, ist jetzt nicht so tragisch. Ich gehe jetzt mal was essen. Erzählen kann ich unterwegs. Hallo? Was? Ja, es hakt wie eh und je. Schön. Ich fühle mich schon wieder ganz wie zu Hause. Mal gucken, was wir in den Taschen haben. Oh, dann werde ich mal eben kurz noch leer machen. Denn so wie ich das sehe, haben wir eh keine Rüstung mehr. Das heißt, wir müssen noch wieder welche besorgen. Und dann wäre es ja schade, wenn die ganzen Prängels hier so in der Gegend rum oxidieren würden. Okay. Damit sind wir satt. Federn sind gern genommen. Koffer, mal gucken. Oh, Taschenlampe ist natürlich sehr gut. Vor allem für das, was ich jetzt vorhabe. Oder mir zumindest vorgenommen habe. Ja. Okay. Riegel haben wir auch genug. Oh, hallo. Ich sah gerade was im Augenwinkel. Die befürchten, dass der flüchten geht. So, einmal. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, ob es wirklich was bringt mit der Stealth Armor, aber es sieht halt einfach schick aus, finde ich. So, mit dem Farren. Farren am Gelenk. So, okay, Zweige brauchen wir auch nicht mehr. Sind wir auch mit gut gefüllt. Okay, ich will mich jetzt gar nicht in dieser Gegend jetzt noch länger rumdrucksen. Gegessen haben wir. Energie ist aufgefüllt. Health haben wir auch. Rüstung, ja, gucken wir mal, was wir unterwegs noch so kriegen. So, ich renne mal hier rüber. Nee, was ich auf jeden Fall vorhabe, was mich jetzt auch noch interessiert, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es im nächsten Patch, der in 10 Tagen kommt, laut Anzeige, ob das da noch enthalten sein wird. Denn manchmal ist es ja auch so, dann verschwinden Sachen oder werden erst wieder rausgenommen, kommen später wieder rein. Und zwar hatte ich da im Koop eine kleine Entdeckung gemacht. Ne, hier komme ich zum Strand, da will ich doch gar nicht hin. Eine kleine Entdeckung gemacht, die ich jetzt ganz gern nochmal prüfen würde, weil... Boah, Alter, die kommen aber wieder früh. Ist ja voll erst in die falsche Richtung gelaufen. Pflanzen, ganz, ganz wichtig. Ich muss mir jetzt wirklich angewöhnen, hier alles mitzunehmen, was mir auf die, vor die Füße kommt. Obwohl, das habe ich, glaube ich, immer schon gemacht. Ne? Das habe ich ein bisschen vernachlässigt im Koop. Weil das Koop lässt sich echt wirklich ganz anders spielen. Also nicht nur, dass man da irgendwie hauptsächlich da auch mit den anderen Mitspielern am Quatschen ist. Aber man redet so nicht mehr so viel nebenbei. Man erklärt irgendwie nicht so viel. Ja, genau. Und das Ding ist auch entstanden. Ich glaube, es war im, in der letzten Folge noch gar nicht zu sehen. Das war, glaube ich, auch entstanden in den Folgen, die halt im Eimer sind. Ja, hier hatte ich schon mal angefangen, so ein Ding zu bauen. Ich hatte mal wieder Lust, was mit Einzelteilen zu machen. Und deswegen ist das Ding hier entstanden. Ja, okay, die Lichtung ist jetzt nicht ganz unbekannt. Aber einzige Lichtung, die hier jetzt irgendwie großartig für was auch geeignet ist. Die auch einigermaßen gerade ist. Das ist ja auch das Ding, um auf dem Spot, wo wir uns momentan rumtreiben, hatte ich ja schon auch schon mehrmals Freibau. Gewitter.
Also Freibau erstellt. So. So ein Freibau erstellt. Das sah jedes Mal wieder aus wie hingerotzt, also total krumm und schief. Was aber noch an dem damaligen Bausystem lag. Ich glaube, ich bin schon da, wo ich hin will, ne? Kann das sein? Oh mein Gott. Ach nee, da muss ich hin. Hier wollte ich hin. Da ist noch ein Pilz, den schnapp ich mir noch eben. So. Ja, und zwar geht's dann wieder auf Höhlentour. Wie sieht's mit unseren Sticks aus? Sticks haben wir genügend. Federn, okay, zum Pfeilbauen ist nicht genug vorhanden. Aber ansonsten sind wir soweit ganz gut ausgestattet. Rüstung, okay, könnte natürlich wie immer mehr sein. Aber dann will ich auch nicht lange rumtrödeln. Dann eben halt bloß mit der kleinen Axt bewaffnet und... Was war das noch? Also Steine, ja, nee, Steine. Haben wir genügend. So, ich, Idle wollte ich gerade sagen. Ich rush jetzt hier auch nicht so durch. Mach das Ganze lieber ein bisschen softer. Denn ich möchte jetzt auch nichts übersehen, also... zum einen möchte ich nichts übersehen, zum anderen möchte ich auch nicht unbedingt gesehen werden. Oh, geil, erschrocken. Die Heizung klackert schon wieder. Ich werde mich jetzt mal straight an den Weg halten, also geradeaus. Von da sind wir gekommen, das heißt, ich gehe jetzt erstmal geradeaus hier runter. Und da wir ja auch bauen können. In den Höhlen. Ich möchte das natürlich auch ausnutzen und das Ganze hier ein bisschen... hatte ich nicht gesagt, wir brauchen Federn? Federn. Super, eine. Oh. Zack. So, ich glaube, hier oben ging es nicht irgendwie großartig weiter. Das war jetzt, glaube ich, nur der Weg, der hier runterführte. Außer hinten halt die Abzweigung, aber ansonsten verfolge ich erstmal den geraden Weg hier runter. Schon mehr eingeborene Musik. So, mal gucken. Ah, das ist schon der Tisch, den ich gesucht habe. Genau. Und zwar, also wer die Koop-Let's Plays nicht geschaut hat, ein Raum, den ich auch noch nicht vorher gesehen habe, war nämlich durch Zufall reingestolpert. Ein Raum, wo hier haufenweise Herzen rumliegen, die man auf solche Gegend schießen kann. Und das... Scheiße. Ja, das wirklich Interessante ist nämlich dieses kleine Teil, was hier auf dem Tisch liegt. Dieser kleine graue... Knarzt doch irgendwas. Dieser kleine graue Klumpen. Und zwar ist das der Kopf von dem kleinen Roboter, den unser Sohnemann im Flugzeug bei sich hatte. Das heißt, wir haben also jetzt eine erste Spur gefunden. Broken Toy. 1. Das heißt also, davon werden hier noch mehr rumliegen und... Auf die Suche möchte ich mich auch ganz gerne begeben. Und vielleicht finden wir... Was knarzt denn hier? Beinstümpfe, meine ich. Und sammeln natürlich wieder alles ein, was hier rumliegt. Und wer sich wundert, ja, schon wieder ein neuer Kopfhörer, das liegt daran, dass ich
Also die Kleinen, die ich bei den letzten Folgen auf hatte, waren Tofte, also auf jeden Fall. Saßen gut, machten gut was her. Bei denen hier, die sind mir ein bisschen... weiß nicht. Diese Over-Ear hatte ich ganz am Anfang auch immer noch die einfachen genommen. Aber bei denen hier zwickt es irgendwie ein bisschen an den Löffeln. Gucken, kommen wir hierher. Ja klar, von hier kamen wir so. Bisschen konzentrierter. Der Herr. So, hier brauche ich jetzt noch keine Fackel aufbauen. Hier sehen wir noch ganz gut. Vorerst. Mal aufpassen, dass jetzt keine Eigenbauern sind. Hier ist eine Nische, okay. So, eine etwas größere Höhle. Da gönne ich mir mal den Luxus. Baue hier vorne mal eine Fackel hin. Du, teilweise war es mit den anderen Kopfhörern doch sehr... Oh. Oh. Schon genug Federn beisammen. Ah, ist vier. Schade. Ah, dann nicht so ein. Und ich auch treffe. Ah, wäre schöner, wenn die beiden jetzt auf einem Punkt sitzen würden. Super geklappt. Ich sehe da gerade ein kleines Federbüschel unten in der Ecke. Ach! Ja. Aber wir haben gerade eine Feder gesammelt, das heißt... Wir sind fast in meinem Element. Na, jetzt sammle ich schon mal ein. Ich sehe schon, das wird irgendwie etwas schwer heute. Oh, was ist denn hier los? Also der Pfeil ist doch meilenweit an ihm vorbeigeflogen. Wieso hat er dann getroffen? Jetzt bin ich, glaube ich, out of Pfeil. Gut. Ich brauche jetzt auch keine neuen. Aber Sticks brauche ich für die nächsten Feuer. Auf jeden Fall. Oh, fällt gar nicht auf, wenn ich da am Rumbolzen bin. Okay, dann versuche ich es mal auf die alte Art. Das also, kann jetzt nicht stören. Ne? Okay. Funktioniert also auch noch ganz gut. So, dann sammle ich hier wieder ein bisschen Material ein. Weil die Höhle ja doch recht groß ist. So eine Fackel reicht hier nicht, wie man sieht. Jetzt sollte man hier unten mal noch eine Fackel hin. Was ist denn das? Achso, ein Helm. Ein Helm. Und das Wasser läuft hier irgendwie im Berg runter. Ja, ich gehe mal wieder den umständlichen Weg. Nein, was fehlt denn da? Stein. Wie gemein. Da unten sind welche. Ah gut, das ist ein bisschen blöd hier in der Höhle, dass wir nicht so andere Ressourcen kommen. Aber ich bin schon mal froh, dass man hier überhaupt was bauen kann. Das hilft dann doch schon mal ungemein, hier ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. Also auch wieder ein paar Busus. Geld ist auch so eine Sache. Warum man das Geld nicht... Also jetzt, das Geld beim Feuermachen vorzieht, sondern halt erstmal die Blätter aufbraucht, die wir noch anderweitig halt für Rüstung noch gebrauchen können. Das finde ich halt mal ein bisschen blöd. Also schöner, wenn wir das Ganze auswählen könnten. Also oben, wo das Symbol da gerade ist.
wenn E Blätter ist und was weiß ich. Was ist denn da noch so? G, ach nee, G ist ja Sachen fallen lassen. Irgendeiner Buchstabe dann halt dafür da ist, dass man halt dann die Scheine zum Feuer machen. Steine 3, also das nächste Feuer können wir bauen. Will ich gerade wohin? Also hier sehe ich mal wieder gar nichts. Ist ja vielleicht, achso, vielleicht soll ich mal ein Feuerzeug machen. Ja. Geht hier der Weg irgendwo weiter? Hier. Der Weg lang. Ah, ich glaube, hier vorne an der Ecke bist du mal eins hin, weil... Hier kommt der Schein von dem anderen Feuer nicht so. Okay, wieder einen umständlichen Weg. Ups. So, nochmal ein paar Blätter draufgeschmissen. Und da haben wir ein Seil hängen. Und da oben ist schon der Karabiner. Abgrund. Da hinten, da blinken noch Steine. Da sind wir, glaube ich, reingekommen. Da blinkt noch ein Stein. Oder zumindest was Steinähnliches. Aber, das ist bloß ein Schädel. Na gut, nehmen wir den bitte mit und sich mal irritiert. Ja, auch schade, dass man die Schädel nicht als Steinersatz nehmen kann. Ja, ich brauche unbedingt Steine. Okay, ich komme zu einem See. Da hinten, da, das sind da hinten die Dinger, die ich habe. Glänzen sehen. Ja, toll. Ja, hier ist Leiter. Kann ich essen. Kommt es denn so vor oder treiben wir gerade auf die Kante zu? Ist das hier ein Wasserfall oder ist das eine Wand? Das ist eine Wand. Okay, hier sehe ich jetzt aber nichts groß. Artiges. Okay. Jetzt nicht großartig weiter. Okay, hier vorne ist ein Stein, aber wieso kommen wir jetzt nicht mehr... Nein! Na, ja, tolle Wurst. Jetzt habe ich mich hier offenbar wieder festgefranst. Hier ist Leiter. Ja, wir sind im Wasser. Hallo. Geht nicht. Doch. Ja, der liegt hier schon etwas länger. Der ist schon etwas aufgedunsen. Ja, vielleicht sollte man dann auf diese Anhöhe ja auch eine Fackel setzen, damit wir diese Höhle auch mal dann unter Kontrolle haben. Aber da geht's ja erstmal nicht weiter. Da geht's vielleicht noch weiter. Aber ich will jetzt keine Extra-Touren machen. Sondern erstmal... Ja, erstmal brauchen wir wieder Steine. Vielleicht auch erstmal wieder rausgehen und Steine holen. Da ist wieder der Höhlenforscher. Wir haben hier unser Feuerzeug ausgemacht. So, da werde ich da mal hoch zum Seil gucken. Was da denn so abgeht. Hm.
Können wir noch irgendwie was gebrauchen? Federn. Haben wir 5. Das heißt, einen Satz neuen Pfeile können wir bauen bei Bedarf. Stöcke, ja gut, okay. Aber wir haben eh keine Steine, um jetzt irgendwie noch ein Feuer zu machen. Essen wäre nicht schlecht, aber na gut, dann muss halt erstmal mit Riegeln funktionieren. Und hier ist das Seil. Um welches wir uns dann in der nächsten Folge kümmern werden. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo es da lang geht. Also ich bin im Koop bin ich bloß bis zu der Stelle gekommen, wo das Herz war. Gut, wir sind hier noch ein bisschen durch die Höhle gelaufen. Zu zweit, aber an viel kann ich mich nicht mehr erinnern. Vor allem auch, dass dieser Tisch so nah am Eingang war. Wir sind, glaube ich, vorher noch eine ganze Zeit rumgelaufen, bevor wir an diesem Tisch angekommen waren. Und deswegen wird auch die nächste Folge hier jetzt noch ein bisschen in der Höhle sich abspielen. Weil mich interessiert wirklich, ob jetzt hier noch mehr von diesen Sachen von diesem Broken Toy, von diesem kleinen Roboter irgendwie rumliegen. Und wo es da hingeht. Also jetzt beim Seil hochwärts nach oben. Wahrscheinlich, nehme ich an. Aber wie gesagt, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Danke fürs Reinschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.